begrüßen aus dem Essener Artclub in Mödling. Gestern war ich noch ein bisschen in anderer Montur, heute komme ich direkt vom Berg, was sehr angenehm ist, dass wir hier in Mödling Kultur und Heurige mit einer super Ausstellung und einem super Museum verbinden können, mit ein paar Minuten Unterschied, direkt vom Berg ins Museum. Wir haben gestern unsere Ausstellung eröffnet, Ebenbilder. Das ist eine Ausstellung, die sich mit Porträts befasst von 10 verschiedenen Künstlern, darunter Olivia Altmann, Max Böhme, Alfredo Basuglia, den wir hier am Boden liegen haben. Als seine Hülle, als Selbstporträt hat er uns seine Kleider hinterlassen. Jeanne Sillit, Ines Kaufmann, Katharina Walter, Oliver Hangel, Olivia Altmann habe ich schon gesagt, Max Böhme auch, dann haben wir noch ums Eck Martin Schnur. Und diese Menschen, diese ganzen Künstler aus der zeitgenössischen Contemporary Art Szene haben wir verbunden mit den Werken von Hans Essinger, der drüben im Atelier zu sehen ist. Das ist ein Mödlinger Maler, der zwischen 1900 und 1977 gelebt hat und von dem wir sogar eine Arbeit hier im Vergleich neben den Max Böhme gehängt haben und neben den Oliver Hangel, um zu zeigen, wie sehr sich Porträtkunst verändert hat, wie sehr eigentlich 60 Jahre Unterschied macht in der Kulturgeschichte von Popgeschichte, Popkultur von Oliver Hangel zu einem Bild eines Jungen von 1937. Ich darf euch herzlich begrüßen und lade euch ein zu einem Rundgang in die Ausstellung.